Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Ehe sage ich nichts. Ich bin glücklich verheiratet. Ob ich mit der Kollegin Lühmann das wäre, lasse ich mal dahingestellt. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will es mal versuchen, auf zwei, drei wesentliche Punkte noch mal runterzubrechen, worüber wir heute diskutieren. Vielleicht gelingt es, wenn man zuhören möchte und nicht als Mitarbeiter eines Kanzlerkandidaten auftritt oder in anderer Form sich permanent mit alternativen Fakten beschäftigt, lese ich doch ganz einfach mal vor, was die EU-Kommission am 1. Dezember 2016 veröffentlicht hat. Die vereinbarte Lösung wahrt das Recht der EU-Bürger auf Gleichbehandlung ungeachtet ihrer Staatsbürgerschaft, sorgt für eine gerechte Infrastrukturfinanzierung und erleichtert den Übergang zu einer emissionsarmen Mobilität. Beide Gesetze werden nach den angekündigten Änderungen gewährleisten, dass das deutsche Mautsystem mit dem EU-Recht in Einklang steht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist das juristische Gütesiegel der EU-Kommission. Das heißt, diese Infrastrukturabgabe ist EU-rechtskonform. Und der zweite Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, aus dem Koalitionsvertrag, den wir abzuarbeiten hatten, lesen bildet, heißt nämlich, dass nicht höher als heute die Pkw-Fahrer im Inland belastet werden dürfen. Und genau das hat der Kollege Murmann jetzt perfekt dargestellt. Lieber Kollege Schwarz, nehmen Sie sich ein Beispiel am Kollegen Murmann und alles ist gut. Es gibt auch noch Audi-Fahrer, Opel-Fahrer, nur bitte, damit jetzt hier alle genannt sind, lieber Kollege. Das Umschalten auf die Nutzerfinanzierung ist ja gerade etwas, was die EU-Kommission in den Mittelpunkt ihrer Infrastrukturpolitik gesetzt hat. Und genau an diesem Punkt setzen auch wir mit dieser Infrastrukturabgabe an. Insofern würde ich einfach mal empfehlen, die Sache nüchtern zu betrachten. Und wenn dann heute jemand kommt und wieder sagt, aber die Grenzregionen, auch dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir eine Lösung gefunden. Und da hat sich auch nichts geändert. Der Sachverhalt ist der gleiche und die Lösung ist da und die Lösung ist gut. Und an dieser Lösung wird auch jetzt festgehalten. Insofern alles in Ordnung, bestens geregelt. Man kann nur sagen, so weitermachen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zahlen, naja, der ADAC von 2002, lieber Kollege Schwarz, also ich gehöre ausgewiesen nicht zu den Freunden der Zahlen des ADAC, aber ich lese hier einfach mal aus der Stellungnahme des BMF, die ja auch schon da liegt, weil man ja immer wieder sagt, nachzurechnen. Das BMF sagt auch hier ganz klar, und es liegt Ihnen ja vor, dass die Zahlen des ADAC und das Gutachten auf den Daten der Ein- und Durchfahrten aus dem Jahr 2002 beruhen. Also, und stellt dann auch klar, dass das BMVI neuere Daten hat. Das Bundesministerium der Finanzen, so heißt es da weiter, hat keine Veranlassung, die Annahmen der Verkehrsexperten des BMVI zu bezweifeln. Tun Sie also jetzt nicht so, als liege das Ganze nicht auf dem Tisch. Und suchen Sie auch nicht irgendein Schlupfloch. Das sage ich Ihnen hier von dieser Stelle auch ganz deutlich. Es sind die Fakten da, die Fakten liegen auf dem Tisch. Und so werden wir diese Infrastrukturabgabe jetzt einführen und umsetzen. Es ist die Systemumstellung von der Steuerfinanzierung zur Nutzerfinanzierung.
dafür, dass unsere Infrastruktur besser ausgebaut wird, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, durchziehen können, nämlich in dieser großen Koalition. Nämlich in dieser großen Koalition, wie auch der Bundesverkehrswegeplan es gezeigt hat. Wir sanieren, wir machen den Ausbau und wir machen den Bedarfsplan. Dafür brauchen wir das Geld, dafür braucht unser Land das Geld. In diesem Sinne alles Gute. Dankeschön.